In den folgenden Minuten möchten wir Sie in zwei benachbarte Länder und Regionen entführen, die auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückblicken können: Südmähren und Niederösterreich. Wir machen Sie mit den größten Städten dieser Region bekannt: Brünn, der zweitgrößten Stadt Tschechiens, und Wien, der Hauptstadt Österreichs. Wir besuchen Orte, die während der Napoleonischen Kriege eine Rolle spielten, welche zu Beginn des 19. Jahrhunderts die politische und wirtschaftliche Ordnung Europas nachhaltig veränderten. Wir zeigen Ihnen Städten, wo der legendäre französische Kaiser und seine Grande Armée ihre Spuren hinterlassen haben, aber auch weitere touristische Ziele, die in Südmähren und Niederösterreich zu einem Besuch einladen. Der französische Kaiser Napoleon hielt sich bei seinen Feldzügen zweimal auf dem Gebiet von Südmähren und Niederösterreich auf. Der erste Aufenthalt fällt in das Jahr 1805, als er bei Austerlitz seinen größten Sieg errang. Beim zweiten Mal kämpfte er im Jahr 1809 in einer Serie von Schlachten zwischen Wien und Znaim gegen die österreichischen Heere. Beginnen wir im Jahr 1805. Nach der vernichtenden Niederlage der Österreicher bei Ulm verfolgte Napoleon die geschlagene Armee durch das Donautal. Wien fiel Napoleon kampflos in die Hände. Am Donnerstag, dem 14. November, zog er durch die Stadt und quartierte sich im Schloss Schönbrunn ein. Er schlief im Bett der habsburgischen Kaiser und erteilte seinem Stab die Befehle aus dem Porzellanzimmer. Das Schloss Schönbrunn zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO und ist eines der bekanntesten Baudenkmäler in ganz Österreich. Auf dem Weg nach Mähren kam Napoleon am 16. November nach Hollabrunn, einem der Zentren der hiesigen Weinbauregion des sogenannten Weinviertels. Den Besuch des Kaisers haben viele der Gebäude in der Altstadt noch erlebt. Eine der ältesten Dominanten der Stadt ist die Pfarre St. Ulrich, deren Grundmauern aus dem 12. Jahrhundert stammen. An den Außenmauern der Kirche finden sich einige steinerne Relikte ihrer ursprünglichen Verzierungen und des aufgelassenen Friedhofs. Ihren heutigen, gotischen bis neugotischen Charakter hat die Kirche durch mehrere Umbauten in späterer Zeit erhalten. Im gleichen Stil ist auch der sehr ansprechende Innenraum gehalten. Am selben Tag stießen zwischen Schöngrabern und Grund auf dem Rückzug befindliche russische Einheiten unter General Bagration und eine französische Abteilung unter der Führung von Marschall Murat zusammen. An diesen Kampf erinnert ein imposanter Obelisk an der Bundesstraße von Schöngrabern nach Sutenbrunn. In der Ortschaft Schöngrabern, die dieser Schlacht den Namen gab, steht eine reizvolle romanische Kirche mit plastischen Steinverzierungen. Ganz außergewöhnlich sind vor allem die Plastiken an der Apsis, die in eindrücklicher Weise Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament darstellen und auch als steinerne Bibel bekannt sind. Nicht weniger eindrucksvoll ist auch das Innere der Kirche. Wir befinden uns hier im bereits erwähnten Weinviertel, einem Landstrich, aus dem die Weinberge nicht wegzudenken sind.
Zwei weitere Nächte seiner Reise zum Schlachtfeld von Austerlitz verbrachte Napoleon in einem Haus am oberen Marktplatz in Znaim. Mit mehrtägiger Verspätung erreichte ihn hier die Nachricht, dass die französische Flotte die Schlacht bei Trafalgar verloren hatte. Znaim ist eine altehrwürdige Stadt mit einer Unzahl an Kulturdenkmälern. Zu den ältesten Bauten zählt die Rotunde der Heiligen Katharina, deren Grundmauern aus der Mitte des 11. Jahrhunderts stammen. Im historischen Zentrum der Stadt finden sich auf Schritt und Tritt denkmalgeschützte Bauwerke. Palais, prächtige Bürgerhäuser und viele weitere reizvolle Bauten belegen die Bedeutung dieser Stadt in früheren Zeiten. Einen Besuch wert ist auch der spätgotische Rathausturm, von dem sich ein fantastischer Rundblick bietet. Die nächste Stadt auf Napoleons Feldzug war Brünn. Hoch über der Stadt erhebt sich die gefürchtete Festung Spielberg, einst eine der mächtigsten ihrer Art im ganzen Habsburgerreich. Daneben erhebt sich ein weiteres steinernes Wahrzeichen der Stadt, die Peter- und Pauls-Kathedrale, auch als Petrov bekannt. Etwa dieses Bild der Stadt Brünn bot sich Napoleon im Jahr 1805. Am 20. November setzte Napoleon seinen Fuß in die Stadt. Dass ihm die Schlüssel der Stadttore kampflos überlassen wurden, war für die Franzosen eine angenehme Überraschung. Es wurde eine Festbeleuchtung wichtiger Stellen der Stadt mit Kerzen angeordnet. Bis heute werden in Brünn alljährlich die verschiedensten Veranstaltungen abgehalten, mit denen an den Besuch Napoleons in der Stadt erinnert wird. Napoleon hielt sich in Brünn vom 20. bis zum 29. November auf. Wie die anderen Akteure der Schlacht von Austerlitz hat auch er hier mancherlei Spuren hinterlassen. Er nahm Quartier im Statthalterpalais, das der mährische Statthalter Graf Prokop Lajanski wenige Tage zuvor überstürzt verlassen hatte. Napoleon logierte hier sogar zweimal, 1805 und 1809. An seine Aufenthalte erinnert eine bronzene Gedenktafel. An das Statthalterpalais schließt sich die Barockkirche St. Thomas mit ihrer reich verzierten Fassade an. Den Freibereich zwischen der Kirche und dem Statthalterpalais dominiert das moderne Reiterstandbild einer weiteren wichtigen Figur der mährischen Geschichte, des Markgrafen Jobst aus dem Geschlecht der Luxemburger. Ein Bronzemodell der Stadt zeigt hier, wie Brünn zur Zeit der Belagerung durch die Schweden im Jahr 1645 aussah, also gut anderthalb Jahrhunderte vor den Zeiten Napoleons. Ein weiterer Ort, der während der napoleonischen Kriege eine Rolle spielte, ist der Krautmarkt. Hier gehen die Brünner schon seit 800 Jahren einkaufen. Nach der Besetzung der Stadt durch die napoleonischen Truppen wurde der Platz jedoch zu einem gigantischen Schlachthof umfunktioniert, der Zehntausende von Soldaten mit Fleisch zu versorgen hatte. Überragt wurde der Krautmarkt damals wie heute durch den barocken Parnassbrunnen mit seinem reichen Figurenschmuck. An den Aufenthalt eines weiteren Akteurs der Schlacht von Austerlitz, des russischen Generals Kutusow, erinnert eine Gedenktafel am Palais Dietrichstein. In diesem monumentalen Bau befindet sich heute ein Teil der Sammlungen des Mährischen Landesmuseums.
Nur ein paar Schritte von hier finden wir im Deniz-Garten unterhalb der Peter- und Pauls-Kathedrale ein weiteres interessantes Denkmal. Der Obelisk wurde im Jahr 1818 feierlich enthüllt und soll an das Ende der Napoleonischen Kriege erinnern. Weltruhm genießt Brünn heute aber vor allem dank seiner modernen Architektur. Ein besonderes Schmuckstück ist die Villa Tugendhat, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Sie ist ein Werk von Ludwig Mies van der Rohe. Die Villa Tugendhat war ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus und ist ein ganz besonderer Ort der Inspiration für alle, die dem Charme der modernen Architektur verfallen sind. Dieses einzigartige Werk aus Onyx wurde zum Symbol eines neuen Denkens, das alle Ornamentik ablehnte. Die einzigartige Villa steht für den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt Brünn, die in den Jahren zwischen den Kriegen zu einer Weltmetropole des modernen Bauens wurde. Der Stil des Funktionalismus fand in Brünn bei Dutzenden von Bauten Anwendung, so etwa auch bei den ursprünglichen Hallen des Brünner Messegeländes. Über die Jahre mehrfach erweitert, ist dieses Gelände heute alljährlich Schauplatz einer Vielzahl von Messen und Kongressen. Das Schlachtfeld von Austerlitz erreichen wir von Brünn aus auf der Autobahn D1 in Richtung Bischkow und Olmütz. Tausende von Autos sind hier jeden Tag in beiden Richtungen unterwegs, doch nur die wenigsten ihrer Insassen durften ahnen, dass sich gerade hier einst eine blutige Schlacht abgespielt hat. In der Nähe von Bischkow finden wir ein weiteres Baudenkmal, das in einem Zusammenhang mit der Schlacht von Austerlitz steht, das Schloss Bohdalice. Gerade hier logierten die zwei größten Widersacher Napoleons, der russische Zar Alexander I. und Kaiser Franz I. von Österreich. Gedenktafeln erinnern an den Aufenthalt der beiden Monarchen. Aber zurück zu Napoleon. Der besah sich bei seinen Ausfahrten aufmerksam die Landschaft und wählte Orte aus, die ihm für die bevorstehende Schlacht geeignet schienen. Gerade hier, in der Nähe der Anhöhe Santon, verkündete er seinen Begleitern: Meine Herren, besehen Sie sich gründlich dieses Terrain. Dies wird das Schlachtfeld sein. Hier werden Sie Ihre Rolle spielen müssen. Ein weiterer Ort, den Napoleon als strategischen Punkt auswählte, war die Anhöhe Juran. Von hier aus leitete er anschließend den ersten Teil der Austerlitzer Schlacht. Am 2. Dezember 1805 um 7:30 trafen sich hier die Befehlshaber der französischen Armeekorps. In diesem Augenblick ging am Horizont die legendäre Sonne von Austerlitz auf, die Napoleon später mit seinem Erfolg und mit dem Ruhm seiner Waffen in Verbindung brachte. Gerade hier, zwischen Santon und Juran, finden alljährlich Ende November, Anfang Dezember Gedenkveranstaltungen statt, bei denen Geschichtsbegeisterte in historischen Uniformen an die Dreikaiserschlacht von Austerlitz erinnern. Auf dem alten Weinberg im Bereich zwischen der Landstraße von Brünn nach Olmütz und der Anhöhe von Pratze fanden sich im Lauf des Vormittags alle drei Monarchen ein, deren Truppen hier aufeinander stießen. Den mit 298 Metern höchsten Punkt der Anhöhe, von wo aus der Blick über das ganze Schlachtfeld reicht, ist durch ein hölzernes Kreuz mit einem symbolisierten kleinen Grabhügel und einen Gedenkstein markiert. Zuerst verfolgten hier Kaiser Franz und Zar Alexander den Schlachtverlauf, später kam Napoleon. An dieses Ereignis erinnert auch ein Denkmal, das unweit von hier auf der Gemarkung der Gemeinde Sbischow aufgestellt wurde. Der alte Weinberg war auch Zeuge des Zusammenstoßes zweier Eliteeinheiten, der vom Bruder des russischen Zaren, Großfürst Konstantin Pawlowitsch, angeführten Zarengarde
und der napoleonischen Garde Imperial. Dieses Gefecht gilt als eines der bedeutendsten in der Geschichte der Kriegsführung. Über die Anhöhe von Pratze zog Napoleon mit seinem Stab am Nachmittag, als die Schlacht praktisch entschieden war. Zuvor hatte sich in der Umgebung und an den Hängen des Hügels das wahrscheinlich beste von Napoleons taktischen Manövern abgespielt, der sogenannte Löwensprung, mit dem er einen Keil in die Linien der gegnerischen Armee trieb und damit die Franzosen dem Sieg ein ganzes Stück näher brachte. Mehr als 100 Jahre nach der Schlacht wurde auf der Anhöhe von Pratze eine Jugendstil-Gedenkstätte für ihre Opfer errichtet, der Friedenshügel. Initiator des Projekts war der patriotische Brünner Pfarrer Alois Slowak. Finanziert wurde der Bau aus dem Ertrag öffentlicher Sammlungen. Daneben beteiligten sich auch Russland und in geringerem Maße Frankreich und Österreich. Der vierseitige Pyramidenstumpf aus Bruchstein soll eine altslawische Grabstätte symbolisieren und ist mehr als 26 Meter hoch. Gekrönt wird das Denkmal von einem 10 Meter hohen kupfernen altslawischen Kreuz auf einer Weltkugel. Vier Schildträger an den Ecken des Bauwerks symbolisieren Frankreich, Österreich, Russland und Mähren, auf dessen Gebiet sich die Schlacht ereignete. Im Innern des Denkmals befindet sich eine quadratische Kapelle mit Marmoraltar. Durch ihr Gewölbe entsteht ein eigenartiger akustischer Effekt. Ein Flüstern in der Ecke ist in der gegenüberliegenden Ecke gut zu verstehen. Unter dem Fußboden befindet sich ein Ossarium, wo die auf dem Schlachtfeld gefundenen Überreste der gefallenen Soldaten bestattet sind. Neben der Gedenkstätte befindet sich ein Museumsbau, dessen Besuchern neben zahlreichen einzigartigen Exponaten auch eine Multimediaschau zur Dreikaiserschlacht von 1805 geboten wird. Der erste ihrer vier Teile stellt die Situation auf dem europäischen Kontinent vom Ausbruch der Französischen Revolution bis zu Napoleons Kriegszug im Jahr 1805 dar, der mit der Schlacht von Austerlitz seinen Höhepunkt erreichte. Der nächste Teil der Schau lässt die Schlachtatmosphäre aufleben und lässt die Besucher durch eine wirkungsvolle Collage von Filmszenen die Ereignisse hautnah miterleben. Eine Computeranimation im dritten Saal beschreibt den Schlachtverlauf auf allen Teilen des Schlachtfelds, von den ersten nächtlichen Scharmützeln bis zum Rückzug der besiegten Truppen Russlands und Österreichs. Den letzten Teil der Schau bildet eine dreidimensionale Rekonstruktion eines Gemäldes von Napoleons Hofmaler Jean-Antoine Gros, welches die Begegnung der Kaiser Napoleon und Franz bei der Mühle Spalen-Niblin zwei Tage nach dem Ende der Schlacht darstellt. Den Höhepunkt dieser Schau bildet ein zwischen den Herrschern unweit des von Toten und Verwundeten bedeckten Schlachtfelds geführter Dialog. Die Schlacht ist so vollkommen, dass Sie nichts mehr hinzufügen können. Zum Ruhm können Sie nur einzig und allein den Frieden anfügen. Habe ich dich so zu verstehen, dass Sie mir versprechen, nie mehr gegen mich einen Krieg zu beginnen? Das schwöre ich und ich werde Wort halten. Im neueren Teil des Museums findet sich eine Dauerausstellung mit dem Titel Das Phänomen Austerlitz. Diese dokumentiert das Nachleben der Schlacht, wie sie in den Werken von Künstlern, Historikern und Kriegsforschern wahrgenommen und interpretiert wurde und welchen Einfluss die Schlacht und ihre Folgen seit mehr als 200 Jahren auf die Menschen haben. Folgen Sie uns nun zu einigen interessanten Orten rund um das Austerlitzer Schlachtfeld. Ganz in der Nähe des Friedenshügels finden wir ein Denkmal für Generalmajor Jirtschik, der an diesem Ort schwer verwundet wurde.
In der Alten Post verbrachte Napoleon die Nacht nach der Schlacht, der Legende nach, auf einem Bündel Stroh. Am nächsten Morgen empfing er Feldmarschallleutnant Johann von Liechtenstein, der ihm im Namen von Kaiser Franz die österreichische Kapitulationserklärung überbrachte. In der Nähe des heutigen Gebäudeensembles der Alten Post finden wir ein Denkmal für die in der Schlacht getöteten Pferde. Auf Schloss Austerlitz traf Napoleon am 3. Dezember ein und nahm Quartier in den Repräsentationsräumen des ersten Stocks, wo sich noch am Morgen zuvor der österreichische Kaiser und der russische Zar aufgehalten hatten. Hier hielt er die berühmte Ansprache an seine Soldaten, die mit den Worten endete: Soldaten, mein Volk wird euch mit Freuden empfangen. Es wird genügen, wenn ihr sagt, ich habe bei Austerlitz gekämpft. Und jeder wird sagen, dies ist ein Held. Vive la France! 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 Am Freitag, dem 6. Dezember, wurde im Hauptsaal des Austerlitzer Schlosses feierlich der Waffenstillstand geschlossen und unterzeichnet. Einen Abstecher wert ist das neugotische Schloss in Sokolnice. Das ursprüngliche Schloss brannte während der Schlacht aus. Der heutige Bau mit seinem Uhrturm ist mit zahlreichen Wappen und Plastiken geschmückt. Das Schloss liegt in einem Park, an den sich eine Fasanerie anschließt. Markierungen in ihrer Mauer bezeichnen die angeblichen Positionen der französischen Kanonen während der Schlacht. Auf dem ganzen einstigen Schlachtfeld treffen wir auf zahlreiche weitere stumme Zeugen der blutigen Gefechte. Die Gesamtzahl der gefallenen Soldaten wird auf 12.000 bis 20.000 geschätzt. In Schlapanice wurde ein Denkmal für die Feldärzte errichtet, dessen Form an einen Operationstisch erinnert. In seiner Umgebung befinden sich mehrere Gebäude, die einst als Feldlazarette dienten, so etwa das frühere Schloss. Ein weiterer historischer Bau ist die einstige Klosterschule, in der sich heute ein Museum befindet. Über dem Hauptplatz erhebt sich die Kirche der Stadt. Auf humorvolle Weise erinnert an die Schlacht ein Betonwerk unweit von Holubice, dessen Anlagen in Form einer Kanone gestaltet wurden, die von französischen Artilleristen bedient wird. Die Ortschaft Varozhna liegt in Sichtweite der Anhöhe Santon. Eine Gedenktafel für die Opfer der Dreikaiserschlacht findet sich hier in unmittelbarer Nachbarschaft zu Denkmälern für die Toten des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Zu sehen ist hier auch die Kopie einer achtpfündigen Kanone, wie sie die französische Artillerie bei Austerlitz einsetzte. Die Kanone mit ihrem 180 cm langen Rohr wiegt 360 kg. Gleich gegenüber steht das Rathaus, das ein kleines Museum und ein Diorama der Schlacht birgt. Dieses zeigt auf einer Fläche von 2x3 Metern nicht weniger als 1500 Soldatenfiguren. Nach der siegreichen Schlacht kehrte Napoleon am 12. Dezember nach Wien zurück. Hier empfing er auch den preußischen Minister Haugwitz, der die Bereitschaft der preußischen Regierung zu Verhandlungen mit Frankreich über den Abschluss eines Bündnisvertrags zum Ausdruck brachte. Soweit also zum ersten Feldzug von 1805. Wien, die Hauptstadt Österreichs, ist alljährlich das Ziel unzähliger Besucher.
Die Millionenstadt kann mit herausragenden Bauten aus den verschiedensten Epochen aufwarten. Das historische Stadtzentrum und das Schloss Schönbrunn wurden in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Nachdem Wien zwei weniger angenehme Aufenthalte Napoleons erlebt hatte, konnte man hier seine Niederlage bei Leipzig und die vollkommene Zerschlagung der französischen Armee bei Waterloo feiern. Gerade in Wien fand in den Jahren 1814 und 1815 ein Friedenskongress statt, bei dem die Repräsentanten der Siegermächte die neue Gestalt Europas nach Napoleons Sturz entwarfen. Nach der Schleifung der mächtigen Stadtmauern entstand an ihrer Stelle die Ringstraße. Diese wird heute von mehreren Palais und anderen repräsentativen Bauten gesäumt, die die Blicke der Besucher auf sich ziehen. Stets einen Besuch wert ist die Hofburg, die majestätische Residenz der Habsburger. Kaum ein Besucher der Stadt dürfte ihr wohl bekanntestes Wahrzeichen auslassen, den Stephansdom. Ein weiteres Mal kam Napoleon erst im Sommer 1809 nach Wien. Sein österreichischer Kontrahent bewegte sich am gegenüberliegenden Ufer der Donau, doch seine genaue Position kannte der französische Kaiser nicht. Deshalb suchte er nach einer Möglichkeit, den Strom zu überqueren, der sich damals in ein weitläufiges Gewirr von Flussarmen verzweigte. Heute ist der Lauf der Donau begradigt. Die ursprüngliche Insel und ihre weitere Umgebung entlang der Donau bilden heute den Nationalpark Donauauen, welcher den Wienern als attraktives Ausflugsziel dient. Napoleon wählte den Übergang über die Insel Lobau. In der Nacht vom 20. auf den 21. Mai überquerte seine Armee an dieser Stelle den letzten Donauarm und betrat das linke Ufer. Hier entschied sich Napoleon zur Schlacht. Seine Verteidigung wollte er auf Ortschaften stützen, die der Schlacht ihren Namen geben sollten. Für die Österreicher ist es die Schlacht bei Aspern, in Frankreich spricht man von der Schlacht bei Essling. In Aspern suchten die Franzosen Deckung auf den dortigen Friedhof mit seiner Kirche und seiner Kapelle. Um diesen Ort wurde verbissen gekämpft. Nach den Quellen bewegte sich allein am ersten Tag der Schlacht die Frontlinie 14 Mal über ihn hinweg. In der Friedhofskapelle befindet sich heute ein Museum mit einer Vielzahl an interessanten Exponaten, die am Ort der Schlacht gefunden wurden. In der Umgebung des Museums stoßen wir auf einige weitere Zeugnisse der blutigen Gefechte. In Essling wurde zu einem der Verteidigungspunkte der Franzosen ein dreistöckiger gemauerter Getreidespeicher, der bis heute steht. In seinem ursprünglichen eisernen Tor sind noch immer die Einschusslöcher von den Projektilen der Österreicher zu erkennen. Im Erdgeschoss des Speichers befindet sich heute ein Museum. Hier wurde ein Panorama der Schlacht mit mehr als 8000 Zinnsoldaten und einer Geräuschkulisse aufgebaut. Am folgenden Tag, dem 22. Mai 1809, gelang es den Österreichern, dank des persönlichen Einsatzes von Erzherzog Karl, den Versuch der Franzosen zur Durchbrechung ihrer Verteidigungslinie zwischen Aspern und Essling abzuwehren.
Napoleon ordnete daraufhin den Rückzug auf die Insel Lobau an. Er selbst fuhr im Schutze der Nacht in einem Boot. Erstmals verspürte er als Kaiser die Bitterkeit einer Niederlage. Der Aufenthalt von Napoleons Truppen auf der Insel Lobau hat zahlreiche Spuren hinterlassen. All diese Orte sind heute durch Wanderwege miteinander verbunden. In den Abendstunden des 5. Juli begann die Schlacht bei Wagram, bei der der befestigte Ort Groß-Enzersdorf ins Kanonenfeuer geriet. Die Schutzwälle, welche die Franzosen stürmen mussten, sind bis heute erhalten. Das Zentrum von Groß-Enzersdorf wird von der Kirche dominiert, in deren Nähe eine Gedenkstätte an die beschriebenen Ereignisse erinnert. Den Schlachtverlauf leitete Napoleon von einer kleinen Anhöhe unweit von Rasdorf, wo heute auch ein Denkmal steht. Sein Gegenspieler Erzherzog Karl schlug sein Hauptquartier im Ort Deutsch-Wagram auf, nach welchem die Schlacht ihren Namen erhalten hat. In einem Haus, das der Kaiser während der Schlacht nutzte, wurde das Napoleon-Museum eingerichtet, wo viele zeitgenössische Exponate gezeigt werden. Auf dem Weg ins Zentrum des Ortes passieren wir seine Kirche. In deren Nähe befinden sich ein Denkmal und eine Infotafel, die an die Schlacht erinnern. Die Entscheidung der Schlacht fiel schließlich durch das Nachgeben des linken Flügels der Österreicher in Markgraf Neusiedl. Hier stützte sich die österreichische Verteidigung auf den steinernen Turm einer seit langem ungenutzten Kirche. Trotz großer Anstrengungen gelang es den Österreichern nicht, diesen Stützpunkt zu halten, wodurch den Franzosen der Weg frei wurde, um dem Feind in den Rücken zu fallen. In dieser Situation gab Erzherzog Karl den Befehl zum Rückzug. Der Kern der österreichischen Truppen zog sich in Richtung Mähren zurück und Napoleon nahm die Verfolgung auf. Zu einem weiteren Kampf kam es dann am 10. und 11. Juli 1809 zwischen Dobšice und Znaim. Als erstes kämpften die Einheiten von General Marmont am 10. Juli gegen die Österreicher, wurden jedoch abgewehrt und der General beschloss, auf Verstärkung zu warten. An die Schlacht erinnert ein Denkmal in Dobšice. Die französischen Truppen hatten sich weit zerstreut und Napoleon selbst eilte nach Znaim über Laa an der Thaya. In dieser niederösterreichischen Stadt schrieb er um Mitternacht auf den 11. Juli einen Brief an Marmont mit Anweisungen zum weiteren Vorgehen. Seit den Zeiten Napoleons ist die Stadt Laa deutlich gewachsen, doch viele Bauten in der Altstadt haben noch ihre bewegte Geschichte miterlebt. Bei einem Stadtrundgang können Sie diese Baudenkmäler besichtigen. Kehren wir jedoch zurück ins Jahr 1809. Nach seiner Ankunft auf dem Schlachtfeld am Vormittag des 11. Juli schlug Napoleon sein Befehlszelt oberhalb der Ortschaften Dobšice und Suchohrdl an einer Stelle auf, die heute bei der Napoleon-Eiche genannt wird. Um 6 Uhr abends entschloss er sich, das Angebot eines Waffenstillstands anzunehmen, der dann in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli auf dem Gutshof von Suchohrdl unterzeichnet wurde. Nach dem Ende der Schlacht brach Napoleon zum Kloster Loka auf, das heute zu Znaim gehört. Die Stadt Mikulov spielte in beiden Feldzügen Napoleons gegen Österreich eine Rolle. 1805 wie 1809 zogen Teile der Armeen beider Kontrahenten durch die Stadt. Im Jahr 1809
spielten sich unweit von Mikulov Kämpfe ab, die direkt mit der Schlacht im nahen Znaim zusammenhingen. Schon von weitem grüßt das Schloss der Stadt, welches einst dem bedeutenden Adelshaus Dietrichstein gehörte. Auch dieses Baudenkmal war Zeuge der Besuche Napoleons. Wohl nur wenige Orte darf man als magisch titulieren. Mikulov mit seinen zahlreichen Geschichtsdenkmälern und seiner reizvollen Umgebung hat sich dieses Prädikat jedoch zweifellos verdient. Die Pollauer Berge zwischen Mikulov und der Talsperre Novemlini sind nicht nur ein UNESCO-Biosphärenreservat, sondern vor allem ein wunderschönes Ausflugsziel in einem Landstrich der Trauben und des Weins. Bei unseren Wanderungen auf den Spuren Napoleons dürfen wir auch Waldtietze nicht auslassen, das untrennbar mit dem Adelshaus Liechtenstein verbunden ist. Napoleons Soldaten hielten sich hier 1805 wie auch 1809 auf. In zahlreichen Gebäuden, so auch im Schloss, dem markanten Wahrzeichen der Stadt, waren damals provisorische Lazarette eingerichtet. Waldtice hat nicht nur viele interessante Geschichtsdenkmäler zu bieten, sondern gilt auch als tschechische Weinhauptstadt. Einen Besuch wert ist jedoch die ganze Kulturlandschaft um Lednice und Waldtice, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Den Mittelpunkt dieser Landschaft bildet das Schloss in Lednice. Dessen heutige Gestalt im Stil der englischen Neugotik ist das Ergebnis von Umbauten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hinter dem Schloss erstreckt sich ein schier endloser Park mit einer Orangerie und reizvollen Panoramablicken. Ein besonderes Gepräge geben dem Park die verschiedenen romantischen Bauten, darunter vor allem das im maurischen Stil errichtete Minarett. Am nördlichen Rand der Kulturlandschaft stoßen wir auf ein ungewöhnliches Denkmal, einen 23 Meter hohen Obelisken aus Sandsteinquadern, der anlässlich des Friedensschlusses zwischen Österreich und Frankreich im Jahr 1798 errichtet wurde, also 7 Jahre vor der Schlacht bei Austerlitz. Im Volksmund ist das Denkmal als Ohrfeige bekannt. Am einstigen Handelsweg von Brünn nach Wien liegt Pohorzelice. Durch diese Stadt zogen bei den Feldzügen von 1805 und 1809 die österreichische, die russische wie auch die napoleonische Armee. Im November 1805 übernachtete Napoleon hier im Pfarrhaus. Er war jedoch nicht der einzige Akteur der napoleonischen Kriege, der hier logierte. Gegenüber dem Pfarrhaus steht die ursprünglich romanische Kirche St. Jakobus der Ältere, die in späteren Epochen mehrfach umgestaltet wurde. Der Fußboden des ursprünglichen Baus liegt 2 Meter unter dem heutigen Straßenniveau. Ein interessantes Denkmal ist die Wendelinsäule neben der Kirche. Sehenswert ist auch das Rathaus aus dem Jahr 1903. Ein repräsentativer Bau im Stil des Historismus mit reich verzierter Fassade. Seit dem Mittelalter bestand in Pohorzelice eine zahlenstarke jüdische Gemeinde, an die heute noch der jüdische Friedhof mit vielen alten, aber auch neueren Grabsteinen erinnert. Der ruhmreichste Sieg und die erste Niederlage. Auch so lassen sich die 2 Kriegszüge von Kaiser Napoleon nach Niederösterreich und Südmähren in den Jahren 1805 und 1809 charakterisieren. Im Raum zwischen Wien und Brünn
finden wir bis heute eine Reihe stummer Zeugen der schicksalhaften Ereignisse im Leben einer der markantesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte.